Sie möchten Ihren Bewohnerinnen und Bewohnern neben der jährlichen Heizkostenabrechnung auch die monatliche Verbrauchsinformation bereitstellen? Perfekt! Dann werde ich Ihnen in diesem Video zeigen, wo Sie diesen Service im Techem-Kundenportal beauftragen können und was Sie dabei beachten sollten. Ich bin Gregor von Techem und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit diesem Video. Seit Januar 2022 gilt, dass Sie Ihren Bewohnern eine monatliche Übersicht ihrer Verbräuche zukommen lassen müssen. So sieht es die neue Heizkostenverordnung vor. Diese Neuerung beruht auf der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie, kurz EED. Daher stammt auch der häufig verwendete Begriff EED Verbrauchsinformation. Dieser steht damit synonym für die unterjährige Verbrauchsinformation oder auch die monatliche Verbrauchsinformation. Mit der Beauftragung dieses Services kommen Sie dieser Richtlinie nach und informieren Ihre Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig und transparent über deren Verbräuche. So können diese bewusster mit Ressourcen umgehen und Energie sparen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die Verpflichtung, monatliche Verbrauchsinformationen bereitzustellen, besteht für Sie, sofern Ihre Wohngebäude mit fernauslesbaren Messgeräten ausgestattet sind. Weiterführende Informationen rund um diese Verordnung und den Service an sich finden Sie auch auf unserer Webseite und den Link dazu unten in der Videobeschreibung. An meinem Laptop zeige ich Ihnen jetzt, wo Sie die EED-Verbrauchsinformation im Techem-Kundenportal beauftragen können. Auf der Startseite des Techem-Kundenportals finden Sie auf der linken Seite den Menüpunkt EED-Verbrauchsinformation. Diesen klicken Sie bitte an. Auf dieser Übersichtsseite finden Sie alle relevanten Informationen, die Bestellmöglichkeit sowie die Option der Datenpflege Ihrer Bewohnerinnen und Bewohnern. Über den Status Ihrer Liegenschaft sehen Sie die Gesamtanzahl Ihrer Liegenschaften, die Anzahl an Liegenschaften, für die die EED-Verbrauchsinfo noch nicht beauftragt wurde, und die Anzahl an Liegenschaften, die für diesen Service noch nicht bereit sind. Schließlich finden Sie im unteren Teil dieser Seite eine Auflistung aller Liegenschaften, für die bereits die monatliche Verbrauchsinformation aktiv bereitgestellt wird. Wenn Sie nun für eine Liegenschaft die EED-Verbrauchsinformation beauftragen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Button. Nun haben Sie die Übersichtsseite zur EED-Verbrauchsinfo im Kundenportal kennengelernt und jetzt schauen wir uns die konkrete Beauftragung dieses Services an. Dafür sind insgesamt 5 Schritte notwendig. Im ersten Schritt wählen Sie in der Übersicht die Liegenschaft aus, für die Sie die EED-Verbrauchsinformation bestellen möchten. Dafür einfach ein Häkchen setzen und auf den Button Weiter zu den Mieterdaten klicken. Nun sehen Sie eine Übersicht aller Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft inklusive deren Daten. Vergewissern Sie sich hier im zweiten Schritt bitte, dass alle Daten korrekt hinterlegt und pro Wohneinheit idealerweise auch eine E-Mail-Adresse eingetragen ist. Die E-Mail-Adresse spielt für den automatisierten Versand der Verbrauchsinformationen eine wichtige Rolle. Sie kann aber auch später noch ergänzt werden. Kurzer Hinweis an dieser Stelle: Die Bewohnerdaten können Sie im Techem-Kundenportal jederzeit aktualisieren. Für die Pflege der Daten Ihrer Bewohnerinnen und Bewohner und die Umsetzung eines Nutzerwechsels haben wir sogar ein separates Erklärvideo gedreht. Dieses finden Sie unten in der Videobeschreibung. Im dritten Schritt geht es um die Zustellung. Hierfür bieten wir mit FlexPrint eine bequeme Option an, damit alle Bewohner automatisch die monatliche Verbrauchsinfo erhalten. Entweder online über das Techem Mieterportal oder per Post, wenn keine E-Mail-Adresse vorliegt. Sobald für einen Bewohner die E-Mail-Adresse allerdings vorliegt, wird der Postversand für den Folgemonat gestoppt und dieser Bewohner erhält die monatliche Verbrauchsinformation online über das Techem Mieterportal. Kleiner Hinweis:
Die Kosten für den Postversand können in Variante A umgelegt werden. In der Variante B trägt der Auftraggeber, also in der Regel Sie als Vermieterin oder Vermieter, die Kosten. Im vierten Schritt geben Sie nun Ihre Kontaktdaten an, damit Sie nach Beauftragung eine Auftragsbestätigung erhalten oder wir Sie bei Rückfragen kontaktieren können. Ihre Daten sollten im Idealfall bereits als bestehender Ansprechpartner hinterlegt sein. Klicken Sie nun weiter zum letzten und fünften Schritt. Hier bekommen Sie alle getätigten Angaben noch einmal angezeigt, genauso wie eine Übersicht der Kosten. Prüfen Sie bitte, ob alles richtig eingetragen ist. Akzeptieren Sie schließlich die beiden rechtlichen Hinweise, bevor Sie den Service nun kostenpflichtig bestellen. Sie sehen nun den Hinweis, dass die Beauftragung erfolgreich eingegangen ist. Die monatliche Verbrauchsinformation wird nun automatisch an Ihre Bewohnerinnen und Bewohner verschickt. Auch Sie erhalten eine monatliche Übersicht der Verbräuche Ihrer Wohngebäude per E-Mail. Wir freuen uns, dass Sie das Techem-Kundenportal nutzen und möchten Sie dabei bestmöglich unterstützen. Daher verweise ich an dieser Stelle auf unsere weiteren Erklärvideos. Abonnieren Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.